Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein weiteres 1 vs 1 Ranked Game. Habe mich wieder einmal für Night Elf entschieden und mein Gegner spielt ebenfalls Night Elf, also ein Mirror Match. Ja, und wir treffen auf der Map Verborgener Hügel aufeinander. Ja, ich wurde gefragt, ob ich Urlaub habe, weil ich in letzter Zeit so viel hochlade. Nee, habe ich nicht. Nächste Woche habe ich Gott sei Dank eine Woche Urlaub. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt halt ein bisschen mehr gezockt mal wieder. Und somit kann ich auch mehr hochladen. Das meiste waren in letzter Zeit wirklich Night Elf Games. Ja. Und da knüpfen wir auch weiter dran an. Mal sehen, die anderen Rassen will ich selbstverständlich auch nicht vernachlässigen. Also Undead werde ich auf jeden Fall auch wieder spielen. Da habe ich die letzten Spiele, glaube ich, ja so ziemlich alle gewonnen mit. Also da kann es wirklich noch steil bergauf gehen. Und dann habe ich jetzt auch meine Random Quali Games hinter mich gebracht. Die werde ich dann nächstes Wochenende als Premiere mal wieder hochladen. Also nächste Woche Samstag abends, ne, wer Zeit hat, gibt's mal wieder eine Premiere. Und da kann ich euch sagen, also so viel sei gespoilert, ich habe weder alle Spiele gewonnen noch alle verloren. Also das wird wieder spannend. Und es war, ja, ein Game habe ich wirklich aus der Hand gegeben, hätte ich gewinnen können. Und eins muss ich jetzt noch spoilern, es war wahrscheinlich eins der spannendsten Games, die ich jemals gespielt habe. Also es war ultra knapp. Und ja, das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also wenn, guckt euch die Premiere auf jeden Fall komplett an. Das eine Spiel war auf jeden Fall der Mega-Hammer und die anderen waren auch alle nicht ohne. Ich glaube, es waren alles knappe Spiele, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ich muss das Land bewachen. Verfügt über mich. Gut, aber jetzt muss ich mich hier erstmal voll darauf konzentrieren. Ich gehe jetzt mal nicht mit dem Urturm des Krieges creepen. Das spare ich mir mal kurz. Dadurch habe ich dann gleich schnell den nächsten Archer. Das funktioniert bei dem kleinen Creep hier auch so. Euer Gebäude ist fertig. Muss ich zwar schon ein zweites Mal Trians beschwören. Aber ihr seht, ich kann schön weiter Archer pumpen. Natürlich. So soll es sein. Night Elf Mirror. Ja, habe ich die meisten Games, glaube ich, Mass Huntress gespielt. Wer bedroht die Wildnis? Verfügt über mich. Aber mal sehen, ich versuche es jetzt auf jeden Fall mit einem wirklich Fast Creep. Erstmal jedenfalls. Mal sehen, ob ich da mal rübergehe. Versuche dem Gegner da so ein paar Einheiten wegzusnacken. Auf jeden Fall baue ich jetzt schon mal die Hunters Hall. Nicht, dass der Gegner hier auf Mass Hunts geht und mich gleich überrennt. Jetzt will ich die Bucherwurzeln. Die Natur ist in Aufruhr. Und jetzt gehe ich die Echse freimachen. Die Zeit ist gekommen. Deswegen auch immer noch nicht im Fleck. Verfügt über mich. Die Natur ist in Aufruhr. Mondbrunnen habe ich jetzt mal komplett leer gelutscht. Aber es ist ja gerade Anfang der Nacht, das heißt, die füllen sich auch gleich wieder auf. Das ist schon so ein bisschen ein ekliger Creep hier. So soll es sein. Das habe ich mir gedacht. Wer bedroht die Welt? So, den muss ich jetzt erst schnell rausnehmen. Oh nein! Ja, ein Anschub. Ihr habt es nicht gesehen. Euer Gebäude, ich warte auf euch. Wer bedroht die Wildnis? Nicht genügend Gold. Verfügt über mich. Alles Mann der Vitalität. Nicht unbedingt ein Item, was ich mir gewünscht habe. So, aber Level 3 jetzt. Ich bin bereit. Die Natur ist in Aufruhr. Natürlich. Ich sollte jetzt auch weiter creepen.
Level 3 hätte ich ja auch schön mal eine Runde Harrison gehen können, aber ich hab's ja gesagt, ich will Fast Creep. Schnell die Echse jetzt aufsetzen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Und jetzt auch in den Tech. Die Zeit ist gekommen. Die Natur ist in Aufruhr. Wer bedroht die Wildnis? Zeig den Weg. Besteht etwa Gefahr? Das habe ich mir gedacht. Verfügt über mich. Natürlich. So soll es sein. Für Kalimdor. So, jetzt gehe ich hochgucken, ob er expandiert hat. Shop wird jetzt auch hier Zeit. Können wir nicht bauen. Nicht genügend Gold. Nicht unsere genügend Krieger reißen oh, stopp, stopp, stopp. Besteht etwa Gefahr? Ihr seid am Zug. Ihr seid am Zug. Ja, zieht die Einheiten schön hier an dem Mondgrund, an dem Rund zurück. Das ist natürlich nicht doof. Verfügt über mich. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Für den Zorn der Natur. Das hab ich mir gedacht. Keiner soll der Wildnis ein Leichen. Ich bin bereit. Wer bedroht die Wildnis? So soll es sein. So, jetzt muss er porten. Euer Gebäude ist fertig. Boah, hat er gut gemacht. Also, nicht der schlechteste Micro, der Gegner. Oho, hier ist das Dach. Schnell weg. Ich warte auf euch. Verfügt über mich. Er spielt den Tinker. Ich bin bereit. Spricht eigentlich eher für eine richtig fette Lamer-Strategie. Nicht genügend Gold. Aber gut, bis jetzt sah das alles euer Gebäude ganz ist normal aus. Besteht etwa Gefahr? Wer bedroht die Wildnis? Auf euer Tinker. Zeichen. Ja, eigentlich die gut dafür Zeit geeignet, Gebäude gekommen. Schnell einzureißen. Wer bedroht die Wildnis? Konnte ich jetzt eben nicht sehen, ob er expandiert hat? Natürlich. So soll es sein. Verfügt über mich. Brauche ich mal eiskalt die Potten Second Hero. Euer Gebäude ist fertig. Greifen den Feind an. Und dann. Mal gucken, wie es jetzt bei ihm aussieht. Aber ich denke, ich gehe mal auf Hippo-Reiter. Die Natur ist in Aufruhr. Okay, er ist gerade dabei. Da sind wir jetzt mal total crazy. Hier ein bisschen Moonstyle. Der macht das nämlich auch sehr gerne. Bauen wir mal eiskalt einen Urturmbeschützer hin. Hier können wir nicht bauen. Die soll er noch nicht sehen. Besteht etwa Gefahr? Das habe ich mir gedacht. Krieger der Nacht, kommt herbei! Ich bin wachsam. Die Natur ist in Aufruhr. Okay, das hat er anscheinend noch nicht mitgekriegt. Es ist ein Leid zu viel. Und allen Schändler. Wo sind vielleicht? Die Zeit ist gekommen. Um hier den Urturm des Krieges einzureißen. Jetzt portet er. Jetzt schon Level 4. Aber er hat wenig Einheiten dabei. Verfügt über mich. Ich bin etwa
eurer Gefahr. Ich warte. Euer Gebäude ist fertig. Zeigt den Weg. Zeigt den so, Weg. So, jetzt habe ich auch Level 4. Ich warte auf euch. Vertraut meiner Führung. Die Zeit ist gekommen. Das habe ich mir gedacht. Wir sind kampfbereit. Bei den Geistern. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ich muss erstmal ein bisschen stiften gehen. Verfügt über mich. Er hat mittlerweile schon Stufe 5 erreicht. So. Jetzt lassen wir hier mal den Oberskiller raushängen. Wucherwurzeln drauf. Und der Creep sollte ihn jetzt angreifen. Also hat er. Hat man ja gesehen. Und ich glaube, zu Ende creepen kann er den nicht. Dafür hat er zu wenig gehabt. So soll es sein. Besteht etwa Gefahr? Ich bin wachsam. Die Natur ist in Aufruhr. Natürlich. So. Ersten Hippos sind da. Festhalten. Besteht etwa Gefahr? Bei den Geistern. Vertraut meiner Führung. Verfügt über mich. Wir müssen handeln. Die Zeit ist gekommen. Wer bedroht die Wildnis? Verfügt über mich. Für Kalle. Genau, mal meinem Urtonbeschützer Hallo sagen. Den hat er nämlich noch nicht entdeckt. Eigentlich habe ich auch viel zu viel Gold schon angespart. Aber ich wollte jetzt erstmal eine ganze Zeit auf 50 Supply bleiben. Und da ich ja überhaupt keine Probleme mit dem Gegner hatte, da steht er übrigens. Die Zeit ist gekommen. Wir müssen handeln. Wer bedroht die Wildnis? Wir sind kampfbereit. Besteht etwa Gefahr? Keiner soll der Wildnis ein Leid zufügen. So, er hat auch ein paar Urtonbeschützer. Dann mal sehen, ob das was wird. Wer bedroht die Wildnis? Ich muss hier erstmal ein bisschen dichter dran. Okay, den ersten kriege ich hier auf jeden Fall. Das habe ich mir gedacht. Verfügt über mich soll das sein. Abgeschlossen. Die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit ist für keine Chance. Ihr seid am Zug. Verfügt über mich. Die Zeit ist gekommen. Besteht etwa Gefahr? Vertraut meiner Führung. Stufe 2. Verfügt über mich. Ich bin bereit. Keiner soll der Wildnis ein Leid zufügen. Ich warte auf euch. Bleibst hier. Feuer. Die Natur ist in Zeit ist gekommen. Ich bin etwa Gefahr. Ich warte auf euch. Ich bin bereit. Die Zeit ist gekommen. Ich warte auf euch. Wer bedroht die Wildnis? Ey, Kleidambach. Wer bedroht die Wildnis? Auf euer Zeichen. Schon erledigt. Diese Zeit ist gekommen. Ich bin bereit. Aufbau abgeschlossen. Viel zu leicht. Unsere Krieger greifen. Muss ich erst noch mal eine Runde stiften gehen? Ihr seid am Zug. Tech auf Tier 3 ist aber durch. Ich bin bereit. Geh nochmal so ein ganz bisschen auf Chimären jetzt, würde ich behaupten. Die Zeit ist gekommen. Mal gucken. Ich bin bereit. Natürlich. Für Kalimdor. So soll es sein. Die Natur ist in Aufruhr.
Mal sehen, ob er einen roten Creepfang gemacht hat oder doch eher nicht. Verfügt über mich. Ich bin bereit. Ich tippe ja auf nein. Oh, da kommt er. Viel zu leicht. Besteht etwa Gefahr? Die Zeit ist gekommen. Ihr seid am Zug. Ich warte auf euch. Verfügt über mich. Jetzt gehen wir einfach mal auf die Nager. Leider ein bisschen wenig Mana. Die Natur ist in Aufruhr. Das habe ich mir gedacht. Jetzt hat er einen Stuff noch benutzt. Des Landes. Wer bedroht die Wildnis? Okay, nee, hat er nicht gemacht. Trotzdem können wir aufpassen, dass er mir den nicht klauen kann. So, da Mann. Euer Gebäude ist fertig. Und jetzt Hero Focus. Ah, Portlet. Verfügt über mich. Jetzt kann ich richtig schön Chimären pumpen. Das habe ich mir gedacht. So soll es sein. Keiner soll der Wildnis ein Leid zufügen. Ich bin wachsam. Wir haben die Intelligenz. Und Stufe 3. Verfügt über mich. Natürlich. Das gibt mir ordentlich, also nochmal einen ordentlichen Push. Den hat er nicht gemacht. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er den auch schon gemacht hätte. So, erstmal den Drachen fokussen. Er geht dann auch super schnell down. So wie Mars. Die Zeit ist gekommen. Die Natur ist in Aufruhr. Stufe 5 und bereits 89 Supply erreicht. Über mich. Bei den Geistern. Und die ersten Chimären sind unterwegs. Die Natur ist in Aufruhr. Ach, da ist er gerade am Creepen. Das passt doch. Okay, stirbt die Naga. Wer bedroht die Wildnis? So, den Creep holen wir uns erst noch. Besteht etwa Gefahr? Wir müssen handeln. Nochmal einen großen Heiltrank. Jawohl. Also eigentlich hat er jetzt schon nicht mehr viel zu lachen. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel. Ich weiß auch nicht, auf was für Einheiten er jetzt irgendwie gehen will. Forschung abgeschlossen. Er hat ja noch nichts gehabt, außer die Archer vorhin. Bedroht die Wildnis. Besteht etwa Gefahr? Verfügt über mich. Die nächsten Chimären da. Wir sind kampfbereit. Also, echt keine Ahnung, was er gegen die Armee noch ausrichten will. Dann hält auch schon halb tot. Bei den Geistern. Tod allen Schädlern. Wer bedroht? Oh, den haben wir da. Nö, ist nichts mit Worten. Für die, die es nicht wissen, Stuff of Teleportation kann man nämlich abbrechen. Also es war kein Town Portal, sondern der Stab. Mal voll geheilt wieder. Aufpassen, dass ich hier nicht unglücklich meinen Helden verliere oder so. Natürlich. Die Zeit ist gekommen.
handeln. Vorwärts! Verfügt über mich. Wer bedroht die Wildnis? Die Zeit geht ich erstmal alles voll heilen. So, und was haben wir da? Nur ein paar Uhrturmbeschützer und ein Archer. Das ist nicht viel. Besteht etwa Gefahr? Die Natur ist in Aufruhr. Unsere Goldmine ist eingestürzt. So, Hauptgoldmine ist leer und da hinten ist er auch. So, kann ich die zwei direkt nochmal abbrechen hier? Die Natur ist in Aufruhr. Baut mehr Mondbrunnen. Also so viel Schaden macht das jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie Angst haben müsste. Na gut, bei den ganzen Irrwischen schon. Für Kalimdor. Das habe ich mir gedacht. Gut, da müsste sogar noch der eine Creep sein. Unsere Krieger greifen den Feind an. Vertraut meiner Führung. Ich bin wachsam. Verfügt über mich. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. So, marschieren wir mal los. Wir sind kampfbereit. Oh, bin auch mal da. Ich kann euch echt nicht sagen, was sein Masterplan ist. Ist mir jetzt aber auch völlig Wumpe. Ich gehe angreifen. Ich gehe voran. Ihr seid am Zug. Festhalten. Unsere Krieger greifen den Feind an. Verfügt über mich. Es gibt ja so Taktiken, wo man dann wirklich nur mit einem Helden spielt und versucht da zu gewinnen. Zum Beispiel hier mit dem Blood Mage und dann ordentlich rumlehnen. Das geht ziemlich gut. Im Schreckenslord habe ich es auch schon gesehen. Das habe ich mir gedacht. Die Zeit ist gekommen. Aber. Sein Masterplan verstehe ich nicht. Gut, der Held, dieser Stun, der ist schon stark gegen Einheiten. Aber er braucht auch selber irgendwas, was noch richtig Damage macht. Die Natur ist in Aufruhr. Unsere Krieger greifen den Feind an. So, die schicke ich mal hoch. Die sollen auf jeden Fall hier mein Hauptgebäude bewachen. Und oh, das dauert ganz schön lange, bis sie voll geheilt sind. Besteht etwa Gefahr? Wer bedroht die Wildnis? Ich weiß auch nicht genau, wie es mit dem Brunnen jetzt ist. Ob der prozentual vom Leben hochheilt oder wirklich nur so und so viel Leben pro Sekunde. Für Kalimdor. So, jetzt machen wir auf jeden Fall einen richtig schönen Go. Die Zeit ist gekommen. Keiner soll der Wildnis ein Leid zufügen. Sei den Geist verfügt. Wer bedroht ihn? Ach, da war ein paar Hitos jetzt. So, das war schon mit den Uhrturmbeschützern. Ich habe das Gefühl, dass er echt nicht dazu gekommen mehr zu bauen. Wir müssen handeln. Da habe ich wohl vorhin genau im richtigen Augenblick angegriffen. Also scheint jedenfalls so. Weil an sich spielt er ja nicht schlecht. Okay, jetzt hat er auch noch einen Level 6 Helden.
Aber gleich keine Base mehr. Da gibt es nochmal ein paar Detonates. Ordentlich Erfahrung für ihn. Bei meinen ganzen Trians da. Ich bin wachsam. Unsere Zeit ist gekommen. Den Geistern. Das habe ich mir gedacht. So, hier hatte ich ja noch eine kleine Überraschung für ihn vorbereitet. Okay, da ist er. Die Natur ist in Ordnung. Ah. Der ist jetzt, glaube ich, nicht CC-bar in dieser komischen Form. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ich warte auf euch. Ja, auf jeden Fall auch interessant für Spieler, die das noch nicht gesehen haben. Die Ultimate vom Tinker. Verfügt über mich. Besteht etwa mit. Die Zeit ist gekommen. So, ihr habt es gesehen. Ich wollte gerade mit meiner Ulti alles mal ein bisschen hochheilen, aber auch die kann man halt unterbrechen. Mit den Raketen vom Tinker. Unser heiliger Hain wird entweiht. So, na gut, jetzt geht das Gelände doch noch los. Wir müssen handeln. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Verfügt über mich. Oh, meine armen Chimären. Ich bin wachsam. Also ich nochmal zurückgestafft. Besteht etwa Gefahr? Wir sind kampfbereit. Wer bedroht die? So, ist aber auch egal, mit dem Rest mache ich jetzt so. Ich warte auf euch. Stirbt halt nochmal die eine Chimäre. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Unsere Krieger greifen den Feind an. So, kommen jetzt genug rumgelähmt hier. Die Zeit ist gekommen. Keiner soll der Wildnis ein Leid zufügen. Unsere Zeit ist gekommen. Lass den Irrwisch nicht ankommen. Viel zu leicht. Die Natur ist in Aufruhr. Tod allen Schändern. Und das war's. Ist er doch noch ganz kurz vorher rausgegangen, bevor ich das letzte Gebäude zerstöre. Ja, und was soll ich sagen? War auf jeden Fall eine sehr interessante Runde. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Ramp.